Wir sehen hier unser aktuelles Bild von der CPU und haben ja auch schon gehört, dass das Steuerwerk bestimmte Funktionen an das Rechenwerk in Auftrag geben kann. Beispiele für solche Funktionen sehen wir hier. Neben den Grundrechenarten Addition, Subtraktion und so weiter, natürlich auch logische Operationen wie die Konjunktion oder die Disjunktion. Vergleiche von zwei Werten sind ebenso möglich, um dann mit dem Ergebnis dieses Vergleichs irgendetwas weitermachen zu können. Damit das Rechenwerk nun diese Funktionen umsetzen kann, benötigt es natürlich einige interne Komponenten, die wir hier sehen. Die wichtigste Komponente ist die ALU, die arithmetisch-logische Einheit. Die ALU verfügt über zwei Eingänge oben sowie einen Ausgang unten. Die beiden von oben kommenden Operanden werden dabei entsprechend der Funktion verknüpft und das Ergebnis dieser Funktion fließt unten in das Register Akkumulator. Gleichzeitig geben Statusbits, die sogenannten Flags, dem Steuerwerk Auskunft über bestimmte Eigenschaften, die das Ergebnis der berechneten Funktion hat. Der Akkumulator wiederum verfügt über eine direkte Verbindung mit einem der Eingänge der ALU. So kann ein Ergebnis einer vorangegangenen Berechnung direkt weiterverarbeitet werden als Eingangswert für eine folgende Berechnung. Die beiden hier eingezeichneten Register A und B als Eingänge der ALU sind übrigens beispielhaft zu sehen. Es ist also durchaus möglich, dass auf der CPU noch eine Reihe von weiteren Registern existiert, die jeweils als einzelner Operand einen Eingangswert der ALU darstellen können. Auch die Zeichnung hier, dass der Akkumulator oben in das Register B hineingeht, ist ebenfalls nur beispielhaft zu sehen. Technisch denkbar ist es aber auch, den Akkumulator direkt als Eingang der ALU zu betrachten, ohne dass er zunächst durch das Register B durchfließen muss.